Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr erneut eingeschaltet habt zu einer neuen ödlandhaften Folge Returnal. Wir machen jetzt hier weiter. Und ja, wir müssen den Fuß des Berges jetzt erstmal wieder erreichen. In der letzten Folge waren wir ja schon mal hier. Allerdings wurden wir da ein Stück weiter oben dann ja bei dem Berg ausgeschaltet, leider. So, jetzt rennen wir erstmal hier durch, schnell. So. Perfekt. Oh, geschützt. Ja, und ich muss mich auf jeden Fall noch verbessern im Spiel, so. Was mein Können, sag ich mal so, betrifft. An manchen Stellen. Und mein Ausweichen, so. Speziell so bei solchen Nahkampfangriffen. Bei der letzten Folge, wo wir ja da hier waren, sind wir etwas weiter oben bei diesem Berg raufgegangen wegen einem Nahkampfangriff. Bei denen habe ich ja noch so ein bisschen meine Probleme mit dem Ausweichen. Gut, was haben wir denn hier? Hier wird wohl eine Waffe drin sein, oder? Nein, ein Schlüssel. Jawohl. So, hier einmal ran. Was haben wir hier noch? Schädlicher Schlüssel. Das kennen wir lieber nicht. Dass wir da jetzt hier Schaden nehmen, würde ich sagen. Moment, den Schlüssel von eben kann ich jetzt hier nehmen. Ja, machen wir auch, würde ich sagen. Zack. Jawohl. Na, was haben wir hier hinten noch? Ein neuer Gegenstand. Okay, einmal scannen. Explosivresonanz. Eingehende Treffer bewirken, dass der Anzug eine Explosion ausstößt. Nehmen wir mal. So. Sammle Obolit. 82 von 200. Okay, das müssen wir unbedingt schaffen. Damit diese Fehlfunktion dann weg ist. Und da hinten kommt was. Ich glaube bestimmt ein großer Gegner, oder? Ah, da ist auch mal ein Geschütz. Ja, komm schon. Ja, und irgendwas habe ich gerade an der Waffe geändert. Ich habe jetzt hier Schusssalven, die ich eigentlich nicht haben wollte. Ich wollte eigentlich Schnellfeuer. Entweder habe ich mich gerade verdrückt. Oh, das ist einfach so hier gekommen. Ja, da weiß ich das jetzt gerade nicht. Gut, kommt immer drauf. Sehr schön. So, jetzt ja dort oben. Ja, mit den Salben geht es eigentlich auch klar, muss ich sagen. Man ist halt, ich finde, etwas präziser an manchen Stellen. So, wunderbar. Das einmal öffnen. Waffe mitnehmen, ja. Wow, Hilfe. Da oben muss man aufpassen gleich. Wir gehen ja erstmal drum herum so ein bisschen. Gut, perfekt. Lass mir die ganzen Geschütze dort oben jetzt wegholen. Zack. Hier die Gesundheit nehmen. Jawohl. Feuer. Sehr schön, geschafft. Hier kommen wir jetzt auch weiter. Zack, das noch mitnehmen. Und hinten. Ja, okay. Gesundheit sehe ich jetzt eigentlich nicht nochmal hier leider. Schade. Aber wir haben hier noch solche Schiffrennen. Was haben wir hier noch? Nehmen wir auch mit, ja. Und hier hinten zeigt es mir auch nochmal was an. Erhöht Reparatureffizienz, erhöht deutlich Nahkampf. Hm.
Nehmen wir das? Ich würde sagen, ja. Ja. Wird schon hoffentlich die richtige Entscheidung gewesen sein. Dann gehen wir mal weiter. Denn das ist noch ein großer Gegner. Alter, Hilfe, was war das denn jetzt für ein Schuss? Okay, so einen hatte ich glaube ich bis jetzt noch nie abbekommen. Von seinem großen Kollegen. Wow, Hilfe. Okay, der Schuss ist echt heftig. Warten. Auf da. Oh, Deckung. Geschafft, jawohl. Sehr knapp, würde ich aber sagen. Ja, aufpassen. Gut. Etwas fallen gelassen auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, nur brauchen wir jetzt auch langsam wieder Gesundheit. Sonst wird jetzt hier schwer mit dem weiteren Vorrücken. Scout-Logbuch, okay, das nehmen wir. Die Xenoglyphen erwähnten ihre Zielstrebigkeit, aber hiermit habe ich nicht. Ich konnte die Empfindungsfähigen mit Mühe beseitigen. So viel geballte Aggression und Wahnsinn habe ich noch nie erlebt. Die Schrift sprach von entrückten Brüdern. Ich habe nicht genug Daten, um das zu verstehen. Was könnte mächtig genug sein, intelligente Wesen derart zu verändern? Okay, dieses Ding können wir nicht durchschlagen. Was haben wir hier noch? Füllt entweder einen Slot für maximale Unversehrtheit oder fügt Schaden zu. Da können wir jetzt richtig riskieren, weil wenn wir jetzt nochmal Schaden bekommen, war es das. Hier hinten zeigt es aber auch irgendwo Gesundheit an, aber irgendwie finde ich die nicht. Die wird wahrscheinlich irgendwo über uns sein, denke ich. Wir brauchen halt dringend erstmal mehr Gesundheit. Das ist hier gerade erstmal wieder wichtiger. Das ist halt so ein Ding. Hiermit könnten wir uns kurz teleportieren. Schade, aber nirgendwo da hinten zeigt es einen Ort an, wo Gesundheit ist. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Ja, und ich glaube, hier kommt doch jetzt ein stärkerer Gegner, oder nicht? Wenn ich mich noch richtig dran erinnern kann. Okay, das nehmen wir mal. Und da hinten. Da sehe ich doch schon Gegner. Ah, nee, wir können das jetzt hier nicht riskieren. Ich glaube, wir müssen erstmal weg. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich erstmal hier kurz weggehen. Und vielleicht sogar in ein anderes Gebiet wieder gehen, oder? Schwierig. Schwierige Entscheidung. Muss man einfach so sagen. Okay, wir warten mal, bis unsere Superfähigkeit hier aufgeladen hat. Das würde ich sagen, machen wir jetzt mal ganz kurz. Danach hauen wir die dann dort drauf. Kurz abwarten. Ja, ist gleich bereit. Okay, ist bereit. Los geht's. Perfekt. Weiter geht's. Ja, der Eingang. Wenn die jetzt dort nicht festhängen würden, wäre es wesentlich besser. Das wäre wesentlich besser. Nein. Da hat es mich ausgeschaltet, war aber so klar. Das war leider so klar jetzt dort. Und jetzt sind wir wieder hier. Müssen wir von hier aus wieder dorthin laufen, erstmal in die Wüste.
Okay. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit ist jetzt hier vom Weg her. So, wir flitzen mal direkt hier durch. Jetzt hier entlang. Ja, komm schon. Also ich finde, hier tut man noch wesentlich mehr Gesundheit, obwohl... Nee, hier findet man eigentlich auch schon nicht recht viel. Und finde ich, ist es halt an manchen Stellen etwas blöd, wenn man halt verletzt aus einem Bereich kommt, ja, und dann ist man in einem neuen Bereich mit gar keiner Gesundheit mehr. Weil man halt da überhaupt keine Chance mehr hat, so richtig, wie man ja eben gesehen hatte. Gut, hier einmal das Zeug öffnen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen das Ding hier, oder? Das ist eigentlich immer wieder ganz cool. So, ab nach oben wieder. Gut, wie komme ich denn jetzt am besten hier zu dem Tor? Ich glaube, hier entlang. Ich hoffe mal, dass ich da richtig liege. Wenn man halt irgendwie wenigstens Fortschritt machen würde hier in solchen Bereichen, wo man halt dann nochmal durchlaufen muss. Ich meine, irgendwie, in irgendeiner Art und Weise, ja schon, ja. Weil man erlebt ja immer wieder die Dinge so ein bisschen anders und manchmal hört man immer wieder so ein bisschen andere Gespräche, ja. Aber grundsätzlich... Hilfe. Haben wir ja hoch, schnell, Gesundheit nehmen. So, hier durch. Und dann sind wir jetzt gleich in der Wüste. So, komm schon. Ja. Perfekt. Und jetzt haben wir wieder das, was ich eben meinte. Jetzt habe ich wieder kaum Gesundheit. Hör mir überhaupt noch richtig was zu machen erstmal. Jawohl, hier haben wir etwas zum Heilen. Sowas bräuchte ich eigentlich am besten immer. Also der Frustfaktor ist schon an manchen Stellen recht hoch hier bei dem Spiel. Würde ich auf jeden Fall schon sagen. Gut. Hier müssen wir dann jetzt nochmal durch. Die Dinger hier sind komisch. Okay, besiegt sind sie. So, die Wüste hat sich hier wieder etwas verändert, auf jeden Fall. Etwas, aber ich würde sagen, bei der Wüste ändert sich tatsächlich gar nicht mal so viel vom Weg her. Würde ich einfach mal so grob sagen. Wenn ich die mir jetzt so anschaue und das allererste Gebiet, wie sich das verändert, wenn man da drauf geht. Würde ich das einfach mal so meinen. Ja, komm schon. So, mal schön drauf. Das Ding ist halt, ich muss auch schauen, wie ich das halt mache, überhaupt mit Videos, ja. Denn wenn ich ja an einer Stelle immer wieder drauf gehe, muss ich ja immer wieder den ganzen Weg laufen, ja. Und so eine ganze Folge machen wäre halt, glaube ich, auch blöd, ja. Aber man will ja auch irgendwie einen Fortschritt machen in den Folgen. Und nicht auf der gleichen Stelle hängen, ja. Weil da muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ich an irgendeiner Stelle dann wirklich gar nicht mehr weiterkomme und jedes Mal den Weg laufen muss, ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel da überhaupt noch weiterspielen würde. Will ich ganz ehrlich sein.
Aber ich weiß nicht, wie ich das da so videotechnisch machen werde. Ob ich dann einfach jedes Mal die Aufnahme neu beginne, bis ich dann irgendwann eine perfekte Aufnahme habe, wo ich durchkomme, durch den Bereich oder so. Ja, weiß ich noch nicht, wie ich es machen werde. Ist aber natürlich auch, ja, ordentlich, sagen wir mal so, sinnlos Zeit weggeschmissen. Ja, wenn ich jedes Mal von vorne eine Folge beginne. Am liebsten mag ich es halt, ja, ich setze mich jetzt schön hin. Und dann wird schön der Aufnahme begonnen und dann einfach schön aufnehmen, let's playen, so ein Spiel. Das mag ich am liebsten. Das hatte ich auch schon oftmals bei Multiplayer-Spielen. Das bekommt ihr auch gar nicht mit, ja, weil diese Aufnahmen niemals online kommen. Aber jedenfalls, ja, bei manchen Sachen, wo kein Fortschritt oder so ich mache, da tue ich dann halt mir auch denken, nochmal neu lieber aufnehmen oder so. Also bei Multiplayer-Spielen, bei Story-Spielen jetzt nicht unbedingt eigentlich. Die Entschlüsselung der blutroten Xenoglyphen hat keinen Symbolismus hinter den Statuenumhüllungen ergeben. Ersticken? Gefangenschaft? Metamorphose? Ich hülle mich ein und verstecke mich. Mein Schatten lauert überall und tiefer. Vielleicht haben sie sich nur verarztet, um dann zu etwas Größerem zu werden und aufzusteigen. Ich steig auch alle auf. Aber eher nicht. Wenn ich jetzt hier gleich drauf gehen sollte. Wäre ja schön, wenn ich das dann wieder volle Gesundheit hätte. Denn gerade haben wir wieder das Problem. Wir haben keine Gesundheit mehr hier in diesem neuen Gebiet hier. Also an manchen Stellen würde ich mir schon wünschen, irgendwie eine Art von einem kleinen festen Checkpoint. Wo man wenigstens nochmal volle Gesundheit bekommt. Vielleicht vor einem Bosskampf oder so. Vielleicht wäre es dann auch zu einfach. Ich meine, man will ja auch gerne eine Herausforderung. Aber nun gut, ja, genug jetzt über manche Sachen so ein bisschen gemeckert und so. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal hier weiter mehr aufs Weiterkommen. Weil letzten Endes macht es ja noch Spaß, ja, noch. Ich weiß noch nicht, wie ich es dann so sag, wenn ich noch ein paar Mal hier diesen ganzen Bereich wiederholen muss. Wenn ich jetzt hier ewig festhängen würde, in dem Bereich. Ja, komm. Zack. Oh, dann ist er eine größere. Ah, bei dem heißt aufpassen. Nein. Jetzt haben wir wieder weniger Gesundheit. Aufpassen ist jetzt wirklich wieder angesagt. Nein! Ah, schade. Da hat's uns erwischt. Da hat's uns erwischt. Boah, ich hasse dieses Ding. Dieses eine fliegende Ding. Gut. Na, wie machen wir es jetzt hier? Ja, und jetzt habe ich das Problem, was ich eben meinte. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade komplett die Lust verloren, überhaupt nochmal weiterzumachen. Also durchspielen, glaube ich, werde ich das Spiel auf jeden Fall nicht. Da will ich ganz ehrlich zu euch sein. Weil ich nicht jedes Mal durch den ganzen Bereich nochmal neu durchlaufen will. Auch wenn er anders ist. Ja. So. Jawohl, eine Astronautenfigur. Jetzt gehen wir mal hier ran, das ist hier drin. Ja, auch nochmal was Nützliches. So, komm mit. Perfekt.
So, wir müssen jetzt erstmal hier wieder den Weg des Hauptweges finden. Das ist hier hinten offenbar. Ja, und hier geht es dann wieder in die Wüste. Aber ich muss tatsächlich sagen, mir kommt so öfter ich hier drauf gehe, ist so vor, als ob der Weg etwas kürzer wäre lang von so die Wüste in das Ödland, als ob das etwas einfacher wenigstens gemacht wird nach einer Weile. Ich bin mir aber damit auch nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass ich es mir nur einbilde. Ja? So. Am besten, glaube ich, kann ich es eigentlich so machen, erstmal solche Heilgegenstände sammeln. Immer vor einer Folge, denke ich. Ich denke, das wird, glaube ich, wenn ich das Spiel doch durchspielen sollte, ja, so das sein, was ich am besten immer machen müsste. Nur dauert das halt natürlich auch wieder eine Weile. Ja. Gut, hier einmal durch. Zack. Das nehmen wir nicht. Nehmen wir auch nicht. Gut, wir gehen weiter. Ja, wir brauchen definitiv gleich hier wieder eine bessere Pistole oder sowas. Jetzt gleich werden wir es auf jeden Fall hier wieder schwer haben mit unserer aktuellen Waffe. Das ist auch sicher. Ja. Komm. Wunderbar. Oh, da hinten. Hier einmal ran. Zack. So. Perfekt. Das kann ich öffnen. Mal sehen, was da drin ist. Hoffen wir mal eine bessere neue Waffe oder so. Nein, ein ganz neuer Gegenstand, wie es aussieht. Nehmen wir mal mit. Kurz mal hier in das Menü rein. So. Moment. Status. Gegenstände, Anzug, Erweiterungen. Okay. Gut. Gehen wir mal weiter. Hier müsste eigentlich auch noch eine Waffe irgendwo eigentlich rumliegen. Eigentlich. Sieht aber tatsächlich gerade nicht danach aus. Das ist ja gar nicht so gut. Meine bessere wäre jetzt gleich schon wieder nicht schlecht. Hinter mir. Da ist aufpassen gerade angesagt. Ja, immer schön draufhalten hier auf alle. Zack, einer von den Kollegen ist wieder weg. Sehr schön. Da ist noch einer. Aber allerdings ein anderer Gegner. Sehr schön.
Und jawohl. So, hier ganz fix ran. Neue Waffe auf jeden Fall mitnehmen. Oder auch nicht. Wenn er ist. Heilung reinhauen. Jetzt haben wir allerdings keine mehr. Wo findet man das ja leider nicht. Wieder eine bessere Waffe. Ah, daneben. Sehr gut, geschafft. Moment, das nehmen wir an. Nahkampfeliminierung, reparieren, Unversehrtheit. Das ist nicht schlecht. Ja. Nur ist das Problem, wie will man hier eine richtig gute Nahkampfeliminierung machen? Weil hier gerade in dem Gebiet viele Gegner halt auch fliegen, muss man auch noch mit sagen. Aber es ist nicht unmöglich. Ja? Von daher. Durch Parasiten geblockt. Okay. Eine super normale Heilung können wir jetzt gerade erstmal nicht mehr nehmen. Interessant. Das nehmen wir mal. So, und wir brauchen langsam hier eine bessere Waffe wieder. Vielleicht liegt es an der Hitze. Aber ich ertappe mich ständig dabei, ich über die Schulter schaue. Aber da sind nur Schatten und der Astronaut. Immer wenn ich zu ihnen will, finde ich mich in einem Sandsturm wieder. Ich kann es nicht stoppen. Sehr gut, wir haben wieder so eine Xenoklyven-Schiffre gefunden. Wenigstens etwas. Da werden jetzt gleich hier wieder neue Gegner kommen. Ich habe immer noch keine neue Waffe. Was gerade echt nicht so schön ist. Ich glaube, durch den Bereich hier werde ich diesmal ein bisschen mehr durchlaufen, oder? Na, komm schon. Ich würde eigentlich gerne erstmal dort hinten noch gucken wollen, ob da vielleicht noch eine Waffe drin ist. Weil die Chance ist schon recht hoch. Jawohl, eine neue Waffe. Gut. Und geht's damit einfach direkt dort hinten rein, denke ich. Das wird so jetzt der Plan sein. Aber. Nein, na super. Oh, hier kommt was. Na, komm schon. Nein! Ah, schade. Das ist nochmal ausgeschaltet. Okay, Leute. Ja, ich würde sagen, wir machen dann jetzt hier Schluss mit der Folge. Okay, und diesmal sind wir wieder hier im Raumschiff. Okay, wir gucken doch mal ganz kurz hier. Ist hier nochmal irgendwas jetzt? Mal sehen. Was kann ich hier machen? Gegner irgendwie da, hier kann ich meine Statistiken sehen und so. Okay, alles klar. Und hier oben, ja, hier könnte ich ja schlafen, gut. Und kommen wir da so vor oder verändert sich auch hier immer wieder ein bisschen was in dem Raumschiff? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es könnte, glaube ich, sein, oder? Dass sich hier immer wieder etwas verändert so ein bisschen. Gut, ich würde sagen, wir machen da jetzt Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und ja, Leute, mal sehen, wie wir dann mit der nächsten Folge weitermachen werden.
Ich werde da wahrscheinlich einfach außerhalb der Aufnahme mal zusehen, dass ich ein ganzes Stück bei diesem Berg vorankomme und da dann weitermache mit der Aufnahme und so. Das war's hier an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag und ja, tschüssi.